Hallo ihr Lieben. Fuck. Ich weiß nicht, ob ich dieses Video machen kann. Puh. Ich glaube, in meiner ganzen YouTube-Zeit ist es mir noch nie so schwer gefallen, ein Video für euch zu drehen. Am liebsten würde ich es überhaupt nicht drehen. Am liebsten würde ich es einfach weiter vor mir herschieben und weiter weg ignorieren. Aber das geht halt nicht mehr. Und ihr seid meine Community, wir gehen zusammen durch schöne Zeiten. Ihr habt viele, viele Glückstränen von mir schon mit mir geteilt und habt euch mit mir gefreut. Und ich denke, es ist nur fair, wenn ich euch einfach auch daran teilhaben lasse, wenn was nicht so gut läuft. Ich habe überlegt, dieses Video richtig gut durchzuplanen und ich habe mir halt überlegt, was ich euch sagen will. Und jetzt ist irgendwie mein Kopf wie leer gefegt, deshalb werde ich euch jetzt einfach erzählen, was vorgefallen ist und wie der Stand der Dinge ist. Und dann seid ihr auf dem neuesten Stand. Vorab, bevor ich jetzt sage, worum es geht, diejenigen, die mich kritisieren wollen und die rummotzen wollen, die werden wahrscheinlich sowieso motzen. Ich glaube, beziehungsweise das habe ich in den letzten Monaten gelernt, man kann sich an allem aufhängen, man kann immer einen Grund finden, rumzumotzen. Und es gibt auch Leute, die das immer tun und immer tun werden. Jeder, der mich, glaube ich, kennt, merkt gerade, dass mir das nicht leicht fällt. Und ich glaube auch jeder, der meine Videos ein bisschen verfolgt und ein bisschen länger vielleicht schon verfolgt, der weiß, dass ich mir über alles sehr, sehr viele Gedanken mache. Ich durchdenke alles immer 10-mal oder 20-mal. Ich versuche immer alles richtig zu machen. Ich versuche die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und jetzt ist es eben so, dass die bestmögliche Entscheidung einfach eine ist, die mir überhaupt nicht gefällt. Die mir wehtut, die mich seit Tagen zum Weinen bringt. Was ich euch sagen möchte, ist, dass Teddy wieder nach Hause gehen wird zu seinen Besitzern. Das ist keine Entscheidung, die ich mir leicht gemacht habe. Das ist eine Entscheidung, die ich, wenn es nach ein paar Leuten gegangen wäre, schon früher hätte fällen müssen. Aber ich bin jemand, der nicht aufgibt. Ich bin jemand, der viel an Dingen festhält und der immer sein Bestes versuchen will und alles probiert, bevor er aufgibt. Ich würde jetzt am liebsten stundenlang euch erklären, warum das so ist, aber ich versuche mich jetzt einfach kurz zu fassen, weil mir das Video eh schon unfassbar schwer fällt und ja, weil ich einfach möchte, dass ihr einfach kurz und knapp versteht, warum das so ist. Kurz gesagt kann man den Grund nennen, dass ich wahrscheinlich einfach zu schlecht reite für ihn. Ich reite nicht stark genug, beziehungsweise nicht gut genug, beziehungsweise vielleicht nicht profimäßig genug, um ihn so reiten zu können, dass Teddy und ich miteinander springen können. Wie ihr wisst, habe ich ein Herzenspferdchen, mein Wölbchen. Und Wölbchen ist jetzt 17, also sie wird nächsten Monat 17. Und Wölbchen wird mich niemals verlassen. Wölbchen wird für immer und ewig eine Lebensstellung bei mir haben. Die wird, solange es geht, eben noch ein bisschen geritten. Und irgendwann geht sie dann vielleicht richtig in Rente, auf eine Wiese, was auch immer. Fakt ist, dass ich Wölbchen bei mir habe und dass ihr wahrscheinlich auch wisst, dass Wölbchen niemals von mir weggehen wird. Viele Leute, die im Turniersport unterwegs sind, hätten Wölbchen längst weggegeben, weil sie eben auf Turnieren nicht funktioniert. Aber Wölbchen ist nicht irgendein Sportpferd für mich oder Wölbchen ist nicht mein Turnierpferd. Wölbchen ist mein Herzenspferd. Und deshalb wird Wölbchen halt nie weggehen. Viele von euch können sich wahrscheinlich denken, dass ich deshalb auch immer mit einem zweiten Pferd so ein bisschen geliebäugelt habe. Ich habe das nie groß kundgetan, aber ich habe da natürlich schon drüber nachgedacht, weil ich halt wahnsinnig gerne Turniere reite. Und jetzt mal unabhängig vom Turnierreiten, ich springe wahnsinnig gerne. Ich mag den Springsport sehr gerne und Wölbchen kann das einfach nicht mehr, darf das einfach nicht mehr. Und deshalb steht es eben für mich auch nicht zur Debatte, sie da nochmal so anzuschieben, dass ich das mit ihr springen kann. Und als Teddy dann plötzlich in mein Leben getreten ist, kam mir das einfach vor wie die perfekte Fügung. Teddy ist im Sport sehr, sehr erfolgreich gewesen, er ist S-platziert und ich dachte mir, mit einem Pferd, was so ein Potenzial hat, könnte ich auch einfach wieder ein bisschen Turnierluft schnuppern. Ich habe ihn dann ja ausprobiert und das hat soweit auch echt gut geklappt. Teddy ist generell ein relativ rüpeliges Pferd. Aber so die ganze Geschichte im Umgang, dass er da so ein bisschen rüpelig ist, da muss ich sagen, das habe ich jetzt in den letzten Wochen einfach wirklich gut in den Griff bekommen. Ich habe mit ihm geklickert, ich habe viel Bodenarbeit gemacht und das hat wirklich gut funktioniert. Aber wie gesagt, ich habe eben ein Pferdchen, was mehr oder weniger machen und tun kann, was es möchte. Teddy ist eben zu mir gekommen, weil ich wieder springen möchte. Und genau da haben wir einfach ein riesengroßes Problem. Ich habe Teddy am Anfang ja zu Wölbchen gestellt und habe ihn dann recht schnell zu meinem Trainer umgestellt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, da brauche ich Unterstützung, da brauche ich Hilfe und ich bin nicht beratungsresistent. Also ich bin jemand, wenn ich sehe, ich schaffe das nicht alleine, hole ich mir Hilfe. Genau deshalb bin ich zu meinem Trainer gegangen und es hat sich dann aber auch sehr schnell rauskristallisiert,
Ich denke, diejenigen von euch, die sich so ein bisschen besser auskennen im Reitsport, die werden das wahrscheinlich auch in den Videos gesehen haben, beziehungsweise gehört haben, je nachdem, was mein Trainer eben gesagt hat. Fakt ist, dass Tenny einfach nicht so simpel zu reiten ist, wie ich mir das gedacht habe, wie ich mir das gewünscht hätte. Man kann mir vorwerfen, dass ich diese ganze Entscheidung, ihn zu mir zu holen, vielleicht etwas naiv getroffen habe. Das mag man mir verzeihen, da war einfach mein Wunsch, wieder ein Pferd zu haben, mit dem ich springen kann, einfach so groß, dass ich mir vielleicht total naiv gedacht habe, mit einem Trainer und mit viel Herzblut, mit Mühe, mit Arbeit, wird das schon gehen. Ich bin generell jemand, der bereit ist, sehr hart an sich zu arbeiten. Ich bin bereit, Unterricht zu reiten, ich bin bereit, Training zu reiten. Ich bin nicht der Meinung, dass ein Pferd irgendwie ein Selbstfahrer ist, aber das mit Tenny wird für mich langsam einfach, ja, gefährlich. Dressurmäßig sind wir eigentlich ganz gut zusammengewachsen. Ich kann ihn dressurmäßig eigentlich sehr, sehr gut reiten. Da habe ich auch das Gefühl, wir machen Fortschritte. Dafür wird das Springen immer schlechter. Mein Trainer hat mir ziemlich früh schon gesagt, dass das keine einfache Nummer wird. Und er hat mir auch sehr früh den Zahn gezogen, dass ich irgendwie in 8 Wochen mit Tenny aufs Turnier kann. Er hat generell mir gesagt, ich soll mir die Turnierreiterei erstmal, ja, abschreiben und soll mit ihm einfach zu Hause arbeiten und dann wird man sehen, was passt. Ich habe dann wirklich mein ganzes Herzblut da reingeworfen und habe gesagt, okay, neben der Box, die ich für ihn zahle, ich habe ja auch die ganzen Kosten im Prinzip für ihn übernommen, buche ich mir einfach Vollberitt. Das heißt, ich reite 5 bis 6 Mal die Woche Unterricht und da kann ich einfach mit ihm zusammenwachsen und besser werden. Um ehrlich zu sein, mache ich das jetzt halt seit über 2,5 Monaten, fast 3 Monaten schon und es wird einfach nicht besser. Es wird nicht so besser, dass man irgendwie denkt, dass es in der Zukunft irgendwann klappen kann. Es ist für mich wahnsinnig schwer zu erklären, weil ich nun mal bin, wie ich bin. Ich reite nicht hart, ich reite nicht mit Druck. Ich möchte mein Pferd nicht zwingen müssen, ich möchte mein Pferd nicht drücken müssen, geschweige denn, dass ich mein Pferd hauen möchte oder irgendwie sowas. Ich möchte, dass mein Pferd das gerne macht. Ich möchte, wie bei Wölpchen, das Gefühl haben, dass mein Pferd gerne springt, dass mein Pferd ehrgeizig ist und Lust darauf hat. Und Tenny hat da einfach nicht so viel Lust zu. Tenny bremst, Tenny zieht wirklich fies den Kopf weg und ich rede da eben nicht von Höhen, wo man sagen kann, okay, das überfordert ihn. Würde er das jetzt, sagen wir mal, in einem L-Springen machen oder vor einem M-Sprung, dann könnte man sagen, okay, dafür bin ich einfach zu schlecht, aber Tenny zieht einfach aktuell auch bei 50 cm grundlos den Kopf weg. Man kann über einen Sprung eben 10-mal drüber geritten sein und obwohl alles passt, obwohl die Distanz passt, obwohl alles easy ist, zieht er plötzlich den Kopf weg. Ich habe mit meinem Trainer da sehr, sehr lange drüber geredet und falls ihr die Videos von Michael verfolgt, dann wisst ihr, dass Michael wirklich ein absoluter Pro-Pferd-Mensch ist. Und Michael hat mir ganz klar gesagt, dass man dieses Pferd sicherlich mit Druck reiten kann. Wenn man den so ein bisschen anzündet, wenn man vorne dran ist, hinten dran ist, steht so ein bisschen auf der Hut, dann kann man mit diesem Pferd sicherlich sehr erfolgreich sein. Ich meine, das zeigt aus Tennys Geschichte, Tenny ist wirklich erfolgreich gewesen. Aber ich muss für mich sagen, ich kann und ich will so nicht reiten. Ich kann so nicht reiten, weil ich einfach kein Profi bin, ich bin ein Amateur. Ich glaube, wir Amateure sind alle auch immer ein bisschen vom Gutdünken unseres Pferdes abhängig. Wir sind ein bisschen abhängig davon, dass unser Pferd auch will, wenn wir uns mal vergucken. Wenn das Pferd dann aber noch nicht mal springt, wenn wir uns nicht vergucken, dann wird es halt schwierig. Also für mich wird es einfach schwierig. Es gibt vielleicht 1000 Menschen da draußen, die das gut hinkriegen würden, aber ich bekomme das nicht hin. Mein Trainer hat mir sehr, sehr deutlich gesagt, dass auf die Art, wie wir trainieren, wie wir reiten, dass das eben keine Sache von 3 Monaten ist oder von 6 Monaten. Er hat gesagt, das kann auch 1 Jahr dauern oder 2. Und es kann eben auch sein, dass man ein Pferd in dem Alter gar nicht mehr umstellen kann. Tenny ist 17 Jahre alt und er ist, glaube ich, sein ganzes Leben immer sehr sportlich geritten worden. Und jetzt komme ich und mache das Ganze halt auf eine andere Art. Und macht das Ganze auf Vertrauen und auf Miteinander und möchte, dass er es eigentlich fast freiwillig macht. Und ja, ich merke einfach gerade, beziehungsweise was heißt gerade? Ich habe in den letzten Wochen immer deutlicher gemerkt und mir wurde immer deutlicher vor Augen geführt, dass das einfach so nicht funktioniert. Ich bin einige Male von Tenny runtergefallen. Ich bin zu oft runtergefallen. Ich habe mir zum Glück nie was Schlimmes getan, aber ich bin gegen eine Wand geflogen, ich bin über einen Ochser geflogen, ich bin in Stangen geflogen. Ich glaube nicht, dass ich mir vorwerfen muss, dass ich nicht alles probiert hätte, um mit Tenny zusammenzuwachsen. Wir sind die ganze letzte Zeit tatsächlich, kann man da gar nicht von Springen reden. Das waren kleine Kreuze, das waren Mini-Steilsprünge, die waren vielleicht auf Springreiterniveau, das waren irgendwie 50, 60 cm. Und selbst da ist es passiert, dass es echt fies wurde.
ich bin dann immer vorsichtiger geritten. Ich habe dann immer noch einen mehr gemacht, noch einen Galoppsprung mehr und habe mir gedacht, boah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich bin dann eben auch nicht mehr runtergefallen, weil ich so vorsichtig geworden bin. Aber das hat Tenny nun ja auch nicht motiviert, dann doch springen zu wollen. Wie gesagt, mir haben das jetzt schon einige Leute schon länger gesagt, dass ich mich da irgendwie umsonst quäle, aber ich bin einfach niemand, der aufgibt. Wisst ihr, ich wollte das unbedingt. Ich habe da alles an Liebe und an Herzblut reingesteckt, was ich habe. Und ich dachte mir, das geht mit viel Liebe und mit Training und mit Mühe. Aber ich stecke da im Moment tatsächlich, alle glauben ja immer, ich bin unfassbar reich, das bin ich nicht. Ich stecke da im Moment wirklich viel von meinem Geld rein. Ich zahle die Box, ich zahle den Unterhalt, ich zahle die Nebenkosten und ich zahle eben auch nochmal 450 Euro für Vollberitt. Da sind wir bei 1000 Euro im Monat. Und das zahle ich mit einer ungewissen Zukunft. Wenn man jetzt sagen würde, das Pferd ist 5, das Pferd braucht ein halbes Jahr oder meinetwegen ein Jahr und dann wächst ihr zusammen. Ich finde, dann kann man das investieren. Dann investiere ich das in meine Zukunft, in die Zukunft von meinem Pferd. Aber ich denke, jeder von euch, der sich mit Pferden ein bisschen auskennt, weiß, dass man ein 17-jähriges Pferd nicht so umstellt. Und dass das alles einfach nicht mehr so leicht ist in diesem Alter. Und vor allem ist es unterm Strich eben auch so, dass Tenny nicht mein Pferd ist. Ich weiß, dass sich das vielleicht gemein oder böse oder egoistisch oder selbstsüchtig anhört. Aber ich habe ein Herzenspferd. Und Wölbchen kriegt alles, was sie braucht. Aber ich kann das einfach nicht noch für ein zweites Pferd zahlen, wenn ich dieses Pferd dann auch nicht reiten kann, so wie ich das möchte. Es wird sicherlich Leute geben, die jetzt sagen, du gibst das Pferd ab. Ich bitte euch, da eine Sekunde länger drüber nachzudenken. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann sicherlich den, dass ich ein bisschen naiv an die ganze Sache rangegangen bin und gedacht habe, naja, ich kaufe das Pferd ja nicht, es ist zur Verfügung, das wird schon klappen, ich finde den toll, ich finde den süß, wir verstehen uns gut. Das mag man mir vorwerfen, aber ich glaube, viel mehr kann man mir in der Situation nicht vorwerfen. Und sicherlich wird es auch die Leute geben, die sagen, ja, dann musst du da mal draufhauen und mit ein bisschen Druck geht das schon. Ich denke, ihr wisst, dass ich keine Wendy-Ponyhof-Tante bin. Ich liebe meine Pferde absolut und die kriegen alles an Liebe und Zuneigung. Ich weiß aber auch, dass es in manchen Situationen einfach auch mal ein Klaps auf den Popo ist, den ein Pferd braucht. Ich bin jemand, der sich durchaus auch durchsetzen kann, wenn es sein muss. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mein Pferd nicht zum Springen zwingen müssen. Das möchte ich einfach nicht und ich glaube, es gibt da draußen viele, viele Pferde, die gerne springen, die man nicht zwingen muss, die man nicht hauen muss, die man nicht drücken und quetschen muss, damit sie springen. Und auch wenn ich weiß, dass es sicherlich manchmal Situationen gibt, wo mal Druck nötig ist, möchte ich einfach nicht mein Pferd jeden Tag aufs Neue zum Springen zwingen müssen. Es ist einfach absolut gegen meine Werte und gegen das, wie ich mir die Reiterei vorstelle, wenn ich das tun müsste. Das Video fällt mir so unfassbar schwer. Aber das ist so aktuell der Stand der Dinge. Wahrscheinlich interessiert es euch, was mit Tenny jetzt passiert. Ich habe mit dem Besitzer natürlich schon gesprochen und er ist ja nur zur Verfügung, er gehört mir ja nicht. Das heißt, sie nehmen ihn natürlich zurück und das Schöne ist, dass er dort dann in Rente gehen wird. Ich habe ihn im Prinzip ja schon von der Wiese wieder runtergeholt, er war ja fast schon in Rente und er wird dort jetzt einfach auf die Wiese gehen und wird da einfach ja, sein Pferdeleben leben. Vielleicht ist er sogar froh, dass er mich nicht mehr durch die Gegend tragen muss und über bunte Stangen hüpfen muss. Und dass er da jetzt den ganzen Tag auf irre großen Wiesen rumtoben kann, dass er bei seinen Kumpels sein kann, dass er Gras fressen kann, so viel er möchte. Und auch wenn ich weiß, dass er dort jetzt ein ruhiges Pferdeleben hat und einfach entspannt in Rente geht, fällt mir das einfach wahnsinnig schwer. Ich hänge mein Herz wahrscheinlich sowieso immer zu schnell an Tiere, an Menschen, an Dinge. Ich hänge mein Herz irgendwie immer an alles. Und ich habe Tenny einfach wahnsinnig ins Herz geschlossen. Ich habe ihn wirklich, wirklich lieb und mir fällt es schwer, ihn auf diesen Hänger zu stellen und ihn wieder wegzufahren. Und ich glaube, das Einzige, was es für mich erträglich macht, ist eben zu wissen, dass er es da gut haben wird und dass er da jetzt einfach viel, viel, viel Gras essen wird. Ich komme mir einfach vor wie ein totaler Loser. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich einfach versagt habe. Es fällt mir schwer, weil ich habe da so viel reingesteckt von mir, so viel Liebe und auch Geld und Zeit und alles, was ich irgendwie habe, weil ich das mir so gewünscht habe, dass das klappt. Und es ist echt bescheuert, wenn man einen YouTube-Kanal hat und das Ganze dann nicht im stillen Kämmerchen alleine mit sich ausmachen kann, sondern sich dann eben vor diese Kamera setzen muss und das eben auch euch sagen muss.
dass das nicht geklappt hat. Ich hoffe, dass ihr dieses Video richtig versteht. Ich hoffe, dass ihr seht, dass mir das nicht leicht fällt. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem unterstützt. Mir war es wichtig, dieses Video zu drehen, in dem Moment, wo ich die Entscheidung gefällt habe und in dem Moment, wo auch die Besitzer Bescheid wissen. Weil ich kann euch jetzt nicht lustig irgendwelche Pferdevideos hochladen, wenn das die ganze Zeit bei mir schmort und im Hinterkopf ist und ich weiß, dass ich euch das noch sagen muss. Ich bin wirklich ein sehr, sehr ehrlicher Mensch und mir war das einfach ein Anliegen, dass ihr das sofort erfahrt, wenn das Ganze feststeht. Und deshalb gibt es heute irgendwie dieses nicht so schöne Video, einfach mal so außer der Reihe. Und ja, mehr habe ich eigentlich gerade auch nicht zu sagen. Was ich jetzt mache, was die Zukunft bringt, ob ich mir jetzt vielleicht ein zweites Pferd kaufe, das muss ich jetzt alles irgendwie in meinem Kopf erstmal ordnen. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem neuesten Stand halten. Sorry, dass dieses Video irgendwie traurig ist und dass es kein schönes Video ist. Glaubt mir, ich lade euch lieber schöne Videos hoch. Ich lade euch lieber Videos hoch, die Sonnenschein zeigen und schönes Pferdeleben und Wendy Ponyhof. Aber das Leben ist halt manchmal so. Es ist nicht immer schön, es ist nicht immer leicht und ja, irgendwie gehört es halt auch dazu. Ihr dürft gerne natürlich unter dieses Video kommentieren, ihr dürft mir eure Gedanken schreiben. Ich würde euch bitten, nicht auf mir rumzuhacken, weil mir fällt das Ganze schon schwer genug. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!